Tausende haben heute wieder an die ermordeten Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht erinnert. Wie üblich hat ja die Linke zu der Veranstaltung auf dem Friedhof in Friedrichsfelde aufgerufen. Aber heute kamen noch andere zusammen an diesem Tag. Und sie erinnerten sich an die Ereignisse vor 30 Jahren im damaligen Ostberlin, als es anlässlich eben dieser Demo erste Proteste gab damals. Doch der Reihe nach. Morgenrot in Friedrichsfelde. Die ersten auf dem Friedhof der Sozialisten heute waren die Lichtenberger Bundestagsabgeordnete der Linken, Gesine Lötsch, in Begleitung von Beate Glasfeld, der Journalistin und Altnazi-Jägerin. Ich habe gerade gesehen, die Toten mahnen uns und die Toten müssen uns die Kraft gegen heute, gegen die ganz neuen rechten Kräfte wieder vorzugehen, wie in Deutschland die AfD. Die Linkspartei Prominenz kam etwas später mit den Parteichefs und Fraktionsvorsitzenden. Auch Gregor Gysi legte ein Kranz am Mahnmal nieder. Welche Botschaft geht 99 Jahre nach der Ermordung Liebknechts und Luxemburgs von diesem Gedenktag noch aus? Mir geht es darum, dass wir alle wachsam sind und dass wir sehr, sehr sensibel sind gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen, die Gefährdungen für Demokratie und Freiheit sein können. Das ist die Botschaft, die von hier ausgeht. Von Ex-Sozialdemokrat Oskar Lafontaine wohlwollend betrachtet, eine kleine Delegation der SPD. Letztendlich steht für meine Generation Willy Brandt, auch für diese Geschichte, der emigriert ist, vielen Anfeindungen ausgesetzt war, aber dann gezeigt hat mit seiner Friedenspolitik, dass er in der besten Tradition der Arbeiterbewegung Politik gemacht hat. Ob das auch für Egon Krenz gilt? Der Luxemburg-Grundsatz Freiheit ist doch immer die Freiheit der Andersdenkenden galt in der DDR nicht. Im Zusammenhang mit der Luxemburg-Liebknecht-Demo 1988 wurden 150 DDR-Bürgerrechtler festgenommen. Sind wir damals falsch umgegangen mit denjenigen, die tatsächlich anders gedacht haben? Lassen Sie uns in die Zukunft schauen. Und die Zukunft bedeutet, dass die Menschen Sorgen haben. Und diese Sorgen sind heute da und nicht in der Vergangenheit. Dankeschön. Für die Vorgänge der Vergangenheit mitverantwortlich Egon Krenz. Die Stasi schlug am Rande der Demo damals zu, nahm Systemkritiker fest. Die Bürgerrechtler von damals trafen sich heute in der ehemaligen Stasi-Zentrale. Mit dabei Wolfgang Templin. Ich bin eine Woche später festgenommen worden, weil ich genau an dem Tag, also an diesem Sonntag, zur Demonstration wollte. Kaum die Nase aus der Tür stecken konnte, merkte, die stehen nicht mehr auf der Straße wie gewöhnlich, sondern im Hausflur. Als Korrespondent der ARD drehte Hans-Jürgen Börner in Ost-Berlin. Auch die Demo 1988. Für mich war das nicht nur ein Bekenntnis der Mutigen in der DDR, sondern für mich ist es auch der Anfang vom Ende der DDR. Heute demonstrierten mehrere linke Organisationen und Parteien auf der Frankfurter Allee gegen Kapitalismus, Krieg, Rechtsruck. Darunter viele, die ihre DDR zurückhaben wollen. Unverständlich für den 1988 auch festgenommenen und nach West-Berlin abgeschobenen Liedermacher Stefan Kraftschick. Diese ganze inner Idee hinterher, Lauferei, ist eine dumme Sache. Im Grunde genommen ist es eine pubertäre Angelegenheit von Leuten, die nicht bereit sind, erwachsen zu werden, weil sie immer weiter in ihrem komischen religiösen Traum leben wollen. Ohne Zwischenfälle zogen die Demonstranten nach Friedrichsfelde. Am Ende waren es mehrere tausend Teilnehmer.